die ich habe, die ich habe eine Mission geschafft. In normalen GTA 4 hat sich irgendwie besser angehört. Da konnte man so denken, ja, geil, ich fahre in dem Taxi mit. Nee, da dachte man, ja, geil, Stimmung. Und dieses komische E-Gitarren-Dings da, naja, kannst du machen, ne? So, Versteck. So, alter Poser, mach mal richtig Musik an hier. Nein. Ach, was ist denn? Yo, you mind putting it over to 95.5? Hello. Johnny Clevitz. Yeah, who's this? You tried to offload some smack to a colleague of mine called Charlie. Costly mistake. Who the fuck is this? Agent Jones, FIB. We'd like you to come in for a talk. Things might be easier for you if you give us some information on your motorcycle club. Fuck you, Fed. This conversation's over. If you got any evidence on me, get a warrant. Danke für die richtige Musik. Nicht. Wo ist denn? Ach ja. Jokohela läuft hier nicht. Guck mal, wie enttäuscht wir sind. Denn wir haben euch gekriegt. Ey, ich bin blond und der Rablaff. Rapunzel, hell fucking Gibson, beleidigt Randgruppen. Was wollt ihr machen? Wir machen keine Daten. Yeah, lasst mich raten, mich. Lasst uns sehen lassen. Wollte ich nur noch kurz, bevor die Fahrt zu Ende ist. Gut, eine Runde Pool Billard und dann war's das mit der Aufnahme. Was geht, du Pisser? What a fantastic idea, James. I'll see you at yours. Great, man. See you soon. Nee, ich will das überhaupt nicht. Fight your shit alone, motherfuckers. So, ich hoffe, ich gehe richtig. Ich finde mich langsam zurecht in diesem komischen Kackschuppen hier. Ich habe das nie gesagt. Hier oben? Nee, hier geht's aufs Dach. Hier bin ich falsch, okay. Kann ich hier rein? Nein. Noch, doch noch eins runter? Ah, hier. Let's play a little billiard. Pool, whatever, man. Und zack. Und wieder geht die Vollen an mich. Oh yeah. Volle Kugel. Ich darf immer noch beliebig spielen. Wunderbar. Ich würde aber lieber eine volle spielen, du Spinner. Ah, okay. Feinabstimmung. Alles klar. Yes! Das war mit Drall, ihr Wichser. Muss ich jetzt eine volle spielen? Danke. Na wohl. Jetzt wird aufgemischt, Junge. Jetzt wird aufgemischt. Tschalalalala. Yo, jetzt wird aufgemischt. Tschalalalala. Loni, fick den Scheiß. Na, 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 na. Na, 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 na. Und der ging an dich, egal. Dafür geht mein Nächster rein. Los, dir zeig, was du drauf hast, du Pisser. Loser! Jetzt kommt Johnny Boy. Oh ja. This is Johnny Boy. Schalalalala. Das war ein Riesendrall. Das war ein Riesendrall. Lalalala. Jetzt muss ich nur noch treffen. Der geht an mich. Ich werde wieder gewinnen. Ich werde wieder gewinnen, weil ich es kann. Und der Schlag, Schuss wahrscheinlich. Der war heftig, der war wirklich heftig. Nicht gut, aber heftig. Was war das denn, Schlaffi? Da war ja gar nichts. Das war ja krass traurig, was du da gerade abgeliefert hast. Versenkt, nein! Boah! Was willst du denn, Junge?
Die falsche zuerst am Arsch. Die volle, also die 8 ist auch voll. Kann ich doch treffen oder was, ey? Pisser. So, pass mal auf hier. Boah, Glück gehabt. Ich bin sehr froh, dass die Schwarze nicht reingegangen ist, Alter. Boah, okay. Okay. Das war traurig. Das war, ganz ehrlich, das war traurig. Und ich trauere mit euch, okay. Und yes! Unbesiegt! Loni 2, Poser 0, Motherfucker! I win! Zum Aufhören, ja! Machen wir nochmal andrücken. What a douche. You squeal too much, my friend. You pricks ready? Na komm, na komm! Nein, 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 nein! You deserved it! Ey, Moment mal! Ich hab. Ich musste bewegen, nicht klicken, ne? Scheiße. Boah, gefickt, Junge, gefickt, Junge! Bam, bam! Soll ich mir mein Geld zurück, du Wichser? Jawoll! Da hat er 200 Dollar gewonnen. Ach so, verlassen, ja. Da hat er 200 Dollar gewonnen. T. Loni, 200 Dollar gewonnen. Und einmal fick ich euch noch. Auch es war ein Witz, Jungs. Kommt schon. Ihr blöden kleinen Pisser. Thank you for the money. I love the money. Money, money, mama, mama, money, money, meins. Das Geld gehört mir. Deckenglitch. So, gibt's hier was zu trinken? Scheinbar nicht. Bastarde. Was ist hier hinten? Gar nichts, okay. Dann würde ich sagen, das war's jetzt auch. Das war's jetzt auch. Oder ich könnte auch nochmal die E-Mails checken. Ich bin so ein Internetsuchti, das ist ja schlimm. Das ist schlimm, ganz ehrlich. Der letzte Track. Und ein paar Waffen könnte ich mir ehrlich gesagt auch mal kaufen, habt ihr recht. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen unnötiges organisatorisches Scheißzeug. Was. Au. Jim, was geht? Warum rufst du mich nicht an, Jim? Ruf mich an, Jim! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt halt mal die Fresse. Wo muss ich denn lang? Da. Das ist ja irgendwie einfach. Und Waffen wollte ich danach noch. Was? Hallo, Biker-Gangs überhaupt nicht. Wir sind voll nett und tierlieb und alles. Vollidiot. Sorry, sie war im Weg. Ich dachte gerade, what the fuck? Nein, es war eine Mülltonne. Es war erst ein Grafikbug, dann war es eine Mülltonne. So, haben wir gemacht. Ja, ich meine, wer mich anpisst, ja oder schief von der Seite, könnt ihr vergessen. Da wird 1-2 abrasiert. Der Kopf. Oder was weiß ich, kann ich? Ja, geparkt, wunderbar. Ah, entspannt. Was ist denn, Jim? Hello there, James. How you doing? Getting through it, brother. Just about. Listen, that guy we stole those Angels of Death bikes for, he's got a whole shopping list of bikes he wants. You interested in procuring them for him? As long as it ain't gonna get us in the shit with any more dirty cops. Them cops ain't around no more. Get Angus on the wire when you're ready to roll. He's got the details. So long, brother. Gut, Dinge, die ich nicht tun werde. Aber jetzt erstmal E-Mails. E-Mails, 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 E-Mails. Yes, 2 E-Mails. Bruder, sieh dir mal diese Seite an, Mann. Verdammte Arschlöcher, wenn du jemals in den Gedanken kommst, dass sich dieser Krieg nicht lohnt. Angels of Death Online, okay. Just the facts. Mhm. Oh, er startete in San Andreas 1949, okay.
Question and answers. Why are all your members white? Okay. Aha, nein, ich will irgendwas über uns lesen. What's this we've heard in the news about a war with the Lost MC? The news media has been lying to the American people since the founding fathers signed the Declaration of Independence. Look at the unfairness with which they treat our president. Anyway, the Lost MC are a bunch of criminals who ain't fit to lick the grease from an AOD camshaft, let alone go to war with us. We and the Angel of Death are a group of upstanding citizens who have come together over mutual love of motorcycles. There's no war because there's no contact between the two clubs. Aber Hauptsache, wir klauen euch mal alles weg, ganz normal. Mhm. Bettdecke, wunderbar. Ein Buch, toll. Sag ich jetzt mal nicht zu. Windeln. Partyset, ja gut. Merke ich mir. Moment, kann ich antworten? Jawohl. Pose, Idioten. Hallo, du heiße Löwe. Ich, Elena, 22 Jahre alt. Okay, Moment. Hallo, du heiße Löwe. Ich, Elena, 22 Jahre alt. Und du interessiert mich viel. Obwohl, es könnte echt noch die tiefe Stimme gehen. Ich weiß ja nicht, wer genau Elena ist. Egal. Hallo, du heiße Löwe. Ich, Elena, 22 Jahre alt. Und du interessierst mich viel. Mein Bruder ist geboren mit Armen wie Pinguin und kann nicht viel Arbeit. Ich habe viel Probleme in meinem Leben und finde großzügige Mann für mein Leben. Ich kann gute Pfannkuchen und Go-Go tanzen. Ich kann gute Grammatik von Filmen und... Entschuldigung. Ich kann gute Grammatik von Filmen und große Bäcker für vier Kinder. Meine Bäcker machen keine langsamen Kinder oder rothaarig wie mein Bruder. Ich wünsche mir, dass du meine Nachricht lesen und ich gebe dir viele Fotografien, die zeigen meine Blumen und Schönheit. Ich nehme mich und ich gute Frau für dich und deine Freunde. Süße Träume, Elena. Mit dem Betreff, meine Nippel sind wie zwei Daumen für dich. Lass ich so stehen. Okay, search for Nico Bellic. Ah, geht nicht, schade. Na, dann halt nicht. Lass ich auch mal so stehen. Und gib mir mein Geld wieder! Und es ist auch Geld. Gib mir Geld, verdammt! Ich krieg kein Geld. I wanted the money. Give me the money, you prick. This is a robbery. Be cool. Be cool and be calm. Bierposer. Nein, weiß ich nicht. Gut, jetzt speichere ich mal wirklich mal. Wenn ich mein Versteck wieder... Oh, das ist ja ziemlich nah. Okay. Ich wusste, es ist nah, aber so nah, das ist sensationell. This is a pure sensation und das war ziemlich dämlich. Gut. Dann verabschiede ich mich schon mal für diese 10. Folge von GTA. Ohne Musik. Doch mit Musik. Eine Stadt voller Hass und Gewalt. Aber ohne Musik außerhalb von Autos. Das ist das wahre Grauen. Ich kann Musik nur in Autos hören, aber will kein Benzin verschwenden. Was soll ich tun? Halt, Moment, 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 Moment. Er war hier unten. Der Speicher, richtig. Woo. Einmal hingesetzt und dann war's das. Uncle Vlad. Moment mal, war Vlad nicht... War Vlad nicht der Dingens? Das war auch der Boss von Roman, oder? Vlad? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Mein Name ist auf jeden Fall Loni. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns nächstes Mal wieder mit der schnellsten Abmoderation der Welt. Die kann der versteht auf jeden Fall. Ciao! Was zur Hölle?